Erik Ori 1-0 gewonnen gegen GC im Testspiel im ersten Saison. Vor dem Spiel hast du noch gesagt, wichtig ist Organisation, schnelles Umschalten. Ich glaube, das hat gerade vor der Pause sehr, sehr gut geklappt und auch nach der Pause ein anständiges Spiel. Ja, ich denke auch. Wir waren natürlich mit vielen Neuen in der Mannschaft, auch ein paar Testspiele noch, die mussten sich gewöhnen, aber sie haben sich tadellos eingefügt. Wir haben natürlich auch eine Zeit lang in Unterzahl gespielt, zweite Halbzeit. Da war es dann schwerer, aber ja, ich ist natürlich, die Ergebnisse sind nicht das Wichtigste jetzt, aber es ist natürlich schön, wenn du 1-0 gewinnen kannst, dass du zu 0 spielst, obwohl auch GC in ein paar Phasen von Spielen, vor allem in der zweiten Halbzeit, eigentlich ein paar gute Chancen gehabt hat. Wir aber auch, das muss man auch dazu sagen. Und da hätte man müssen schon ein bisschen schneller abschließen. Und ja, ich bin zufrieden, weil wir haben hart gearbeitet. Und heute ist mit einem Spiel und einem Sieg abgeschlossen. Dann ist immer schön. Jetzt geht es weiter morgen und schauen wir, dass wir die Woche noch viel Arbeit verrichten, um parat zu sein. Bist vielleicht auch ein bisschen überrascht, dass es so gut lief nach der ersten Trainingswoche, die ja doch anstrengend für die Spieler auch war. Lief ja spielerisch ganz gut auch? Ja, das überrascht, dass wir natürlich jetzt einige Spieler haben, die spielerisch was drauf haben. Das war mir klar, sonst hätten wir die nicht geholt. Aber ja, ich bin froh. Es ist natürlich immer schön, wenn eine Mannschaft gleich einmal vieles umsetzt, was man sich vornimmt, dass die spielerische Linie reinkommt, dass man ein bisschen schneller spielt. Und ja, das ist einfach ein Schritt, aber darauf muss man weiter aufbauen. Und das ist Vorbereitung. Da muss man uns nicht jetzt verrückt machen lassen durch Ergebnisse. Wir müssen einfach fleißig weiterarbeiten und dann werden wir, wie gesagt, parat sein, um gegen Chiasso gut in die Meisterschaft zu starten. Wie für Ihre erste Spiel in der neuen Saison gegen GC 1-0 gewonnen und für dich ein Comeback nach langer Zeit? Ja, ich bin froh, endlich wieder mal zu spielen. Ja, es ist jetzt lang gegangen, sicher seit dem Winter habe ich kein Spiel mehr gemacht und ich bin froh, bin ich ohne Verletzung und beschwerdefrei durchs Spiel gekommen. Ja. Jetzt habt ihr eine bisschen neue Mannschaft mit 6-9, ein paar Testspiele dabei gehabt heute. Sah aber gerade in der ersten Halbzeit, fand ich, ganz gut aus. Ja, wir haben probiert, den Ball laufen zu lassen, einfach spielen, mit zwei Ballkontakten und es geht zu spielen. Und ja, wir müssen uns noch ein bisschen finden, aber es hat gut ausgesehen. Ja. Was ist der Unterschied zum letzten Jahr, wenn du die Mannschaften jetzt vergleichen kannst? Ja, der Unterschied, das werden wir jetzt dann sehen, aber wir haben sicher viele junge, hungrige Spieler drin, die alle wollen unbedingt spielen und gewinnen. Und das, jetzt wollen wir eine gute Mannschaft formen. Der Teamgeist wird sicher entscheidend sein. Und du mal eine Saison ohne Verletzungen durchspielen auch? Ja, das ist sicher auch wichtig. Jetzt muss ich schauen, dass ich ohne Verletzungen durch die Saison komme. Und dann kommt das gut.